Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute starte ich ein neues Experiment. Und zwar geht es, die Urlaubssaison hat ja schon begonnen, um dieses nette Feature, einen Futterautomaten. Ja, und zwar handelt es sich dabei um den JBL AutoFood, diesmal in Weiß, gibt es aber auch in Schwarz. Und der Hauptgrund, warum ich mich für dieses Gerät entschieden habe, ich verrate mal so viel, der günstige Preis war es nicht. Ist erstmal, dass man hier sehr individuell diese Futterzeiten einstellen kann und dass man diese Dosen verwenden kann. Und das will ich jetzt mal ausprobieren und das zeige ich euch dann in dem Video. Oder in der Serie, wie das auch funktioniert über längere Zeit, wie ihr das von mir kennt. So, hier sieht man jetzt, was alles in der Packung drin ist. Einmal natürlich der Futterautomat selbst. Dann hier haben wir den Halterung mit den Batterien, ist das auch dabei, und die Beschreibung. So, jetzt habe ich die ganze Sache noch ein bisschen weiter ausgepackt. Also jetzt sieht man das Gerät ein bisschen detaillierter. Hier sind diese Halterungen, die man mit Saugnäpfen oder mit Klemmen scheinbar hier befestigen kann. Und hier sind die Batterien. Füttern werde ich dann dieses Futter hier. Und da meine Fischchen reine Pflanzenfresser sind, ist mir das mit alle 2 Tage ab und zu mal füttern ein bisschen wenig. Außerdem habe ich sehr viele Jungfische dabei. Und da will ich einfach nicht, dass da das Wachstum drunter leidet, wenn die jetzt nur alle paar Tage gefüttert werden im Urlaub. Jo. So, hier sieht man jetzt die Beschreibung. Da sieht man auch das Gerät, wie es in Schwarz aussieht. Und die Saugnäpfe, die Version, die brauche ich jetzt nicht. Ich entscheide mich jetzt für diese, da ich ja ein offenes Aquarium habe und das da immer ganz gut funktionieren müsste. So, hier sieht man jetzt das Gerät von unten. Das ist das Gerät, also das ist diese Halterung. Und die schiebt man jetzt von unten hier so drauf. Ja, so sieht das ganze Graffel dann aus. Ja. Und das steckt man dann hier so auf die Scheibe drauf. Und das muss ich ein bisschen einstellen und dann baue ich das auf und dann kann ich schon mit der Programmiererei anfangen. Ja, vorher muss ich natürlich noch die Batterie einsetzen. Und dafür gibt es hier diese Klappe, die habe ich jetzt schon abgebaut, die liegt hier. Und da baue ich jetzt diese Batterien ein. So, Batterien sind da. Klappe ist hier. Und na, das hat nicht geklappt mit einer Hand, aber ich denke, man kann sich das vorstellen. So, ich habe mich jetzt hier, habe ich die Halterung angebaut. So sieht man das jetzt, ne? Da kann man es hier so hin herstellen und dann geht das. So, jetzt gucke ich dann mal, ob es angeht und wie man das programmieren kann. So, jetzt habe ich schon diese Dose drauf gemacht. Also man muss das so das Gerät rausnehmen, umdrehen und dann von unten dran schrauben und dann kann man es komplett wieder umdrehen. Ja, jetzt Trommelwirbel, schreibt noch mal ein. So, da ist natürlich irgendeine sinnlose Uhrzeit, das muss ich alles einstellen. Dazu muss ich jetzt auch schon mal die Beschreibung lesen. Und dann schauen wir mal, was meine Fischchen zu dem Futter sagen. Also nach Einschalten muss man dann hier auf diese Set-Taste drücken, da blinkt dieses Uhrzeitsymbol. Und dann kann man hier die Stunde einstellen, das habe ich jetzt schon gemacht, das ist schon relativ spät bei mir. Und dann hier die Minuten. Ne? Und das stelle ich jetzt mal ein. So, also jetzt habe ich schon mal ein bisschen rumprobiert. Also hier diese Taste ist jetzt für einmalige Fütterung. Wenn ich da einmal kurz drauf drücke, dann springt das Ding an. Und da kommen aber nur ganz klitzekleine Mengen rein. Raus. Jetzt hört man es, ne? Hier kommt fast nichts raus bei dem. Und wenn ich jetzt mehrfach drücke, jetzt mache ich mal hier ein bisschen 4. Und jetzt kommt halt dann dementsprechend mehr raus.
Ich denke mal, das ist so die Menge, die ich auch programmieren werde. Das ist eben auch so ein Test, wo man mal weiß, wann wie viel überhaupt rauskommt. So, jetzt zeige ich euch dann, wie man das mit der Zeit programmiert. So, also jetzt programmiere ich mal so eine Fütterung. Wie man hier oben an diesen Symbolen sieht, hier sind jetzt vier Fütterungen programmiert. Das macht man, indem man auf das Set drückt hier. Dann nochmal. Und jetzt zeigt es an, hier oben blinkt diese erste Fütterung um 8. Und das ist natürlich zu früh. Ich stelle das jetzt auf um 9 ein. Okay. So, und nochmal setzt. Dann ist die gesetzt. Jetzt kommt die zweite Fütterung. Ja, die soll so gegen Mittag sein. Machen wir 15 Uhr. Dann machen wir die dritte Fütterung. Die machen wir so abends um 8, damit die Welse auch was abkriegen, also 20 Uhr. Oder machen wir 20:30 Uhr. So. Und was ich jetzt mache, nur zum Ausprobieren, ist, dass ich es jetzt in ein paar Minuten einstelle. Das geht wirklich sehr einfach. Ja. So, und jetzt mache ich das. Jetzt haben wir es 20. Jetzt mache ich das auf 21. Oh, mache 22. So, und dann sind die alle programmiert. Wenn man eine Zeit nicht haben will, muss man es auf 00 einstellen. Das machen wir dann auch noch gleich. Aber jetzt probiere ich schon, ob diese Fütterung funktioniert. Also man hat gesehen, der Automat hat pünktlich zu der eingestellten Uhrzeit gefüttert und auch die gewünschte Menge. Füchchen sind relativ teilnahmslos, ne? Die kommen schon, aber natürlich, die haben jetzt schon durch die ganze Probiererei ganz schön gefuttert. Aber die kommen immer wieder und futtern. So, jetzt probieren wir noch aus, wie das ist, wenn ich das auf 00 stelle, ob dann dieses Symbol verschwindet. Oh, da hat doch noch ja auch richtig Hunger. Der ist nur für alle Fälle und doch noch mal. Jetzt ist es verschwunden. Jetzt sieht man es, ne? So, jetzt hat er natürlich noch mal manuell gefüttert, aber das macht jetzt nichts. So, also das Gerät ist eingestellt. Wie meine Fischchen das finden, wenn sie jetzt regelmäßig gefüttert werden, welche Futtersorten gut gehen, welche nicht. Und wie das Gerät es übersteht, beziehungsweise das Futter, wenn meine Jungs hier unten rumplatschen und dann doch vielleicht ab und zu mal das eine oder andere Tröpfchen nach oben spritzt, das könnt ihr gerne beobachten, wenn ihr meinen Channel abonniert. Und dann kriegt ihr mit, wenn ich das Experiment weiter fortführe. Vielen Dank auch mal fürs Zuschauen und bis demnächst.